Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. So, da ist die Musik. Ich habe schon gewartet. Ja, bald wieder ein neuer Tag. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmesessions jetzt noch kommen. Je nachdem, wie ich jetzt heute drauf bin und ich einigermaßen Folgen schaffe, wahrscheinlich noch zwei. Plus eine Spezialfolge dann ganz am Ende der ersten Staffel. Und ja, mal gucken. Ich muss mich wieder ein bisschen zurechtfinden, tatsächlich. Und ich muss jetzt ein bisschen planen, was denn jetzt wie, wann, wo, warum kommt. Ich weiß nicht, ob euch die Kontrollturm-Sache schon irgendwie auf den Wecker geht, weil wir da jetzt so ein paar Folgen am Stück wieder dran gearbeitet haben. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, was wir gerne weitermachen können. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Folge widmen wir auf jeden Fall noch dem Kontrollturm. Und ja, dann sehen wir ja weiter. So, das ist ja hier ein eigenes Gebäude. Das lassen wir auch so, dass das ein eigenes Gebäude ist. Ich muss noch gucken, ob ich das eventuell doch ein Stück rausziehe, weil ja hier dieser Überstand jetzt ist. Der ist natürlich nicht so geil für den für einen Helikopterlandeplatz. Aber naja, ich gehe noch einmal aus dem Gebäude raus. Mal einmal in den Helikopter rein. So, und es ist jetzt wieder mega schwer, das zu greifen. So, da steht ja jetzt alles klar. Dann können wir jetzt hier rein und gucken doch mal. Wie machen wir das? Vielleicht sollten wir erst das Ding ein bisschen bewegen, ne? Weil in diese Richtung haben wir noch Kapazität. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Wir ziehen ihn einfach noch ein bisschen weiter raus. Vielleicht ungefähr so. Und dann kopieren wir den noch ein bisschen. So, mal gucken. Ich glaube, von der Höhe ist das jetzt ein bisschen doof, ne? Ja. Dann machen wir hier auf jeden Fall wieder den kleinsten möglichen Schritt. So, und den können wir wegmachen. Das reicht dann nämlich. Das sieht auch schon besser aus. So, und jetzt... Ach ja, ich bin echt am Überlegen, wie wir das machen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, das Ding zu nehmen. Das ist natürlich nicht da. Genau, das dann so. Dann brauchen wir jetzt Szenerie. Ich hatte es jetzt nicht vor, aber irgendwie sind die kleinen Dreiecke ganz süß. Obwohl, nee, wisst ihr was, wir machen das anders. Nee, was hatte ich denn vor?
Ich wollte jetzt. Da noch einen Rahmen drumherum bauen. Das machen wir mit denen. Noch dunkler, ja, warum nicht? So, den schiebe ich mir noch mal einmal gerade dahin. Wie sieht ein Helikopterlandezeichen aus? Ich würde jetzt ganz klassisch mal ein H machen. Vielleicht so vier breit. Oh, irgendwie. Warum ist denn da jetzt eine Lücke? Ach, hier ist auch eine. Krass. Das habe ich jetzt von da oben gar nicht gesehen. Mein Gott. Dann gehen wir einfach nochmal nahe ran. Ich bin übrigens arschmüde. Also falls ich nicht so viel rede, das liegt daran. Waren ein paar anstrengende Tage jetzt irgendwie die letzte Zeit und ach ja, dann kommt man zu nix. Und ja, es ist immer mehr so eine Situation, dass man sagt, okay, es muss sich lohnen, das Spiel auch wirklich anzumachen und hier was aufzunehmen. Gleichzeitig denkt man sich dann aber auch immer so, ja, habe ich jetzt gerade vielleicht nicht so unbedingt die Energie für. So, ich lasse es ein bisschen weiter rausstehen, damit es nicht ganz so schnell verschwindet. Ja, ist okay. So. Die Frage ist, lohnt sich das mit diesen Dingern jetzt hier? Nee, das ist irgendwie nicht ganz so cool, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, ein Zaun ist da tatsächlich dann doch direkt die bessere Wahl. Wenn er sie alle geladen hat und wahrscheinlich dann auch wieder so den Klassiker, den Metallzaun. Passt noch nicht, ne? Aber fast tatsächlich von der Ausrichtung. Ist gar nicht so verkehrt. So, das könnte jetzt natürlich ein bisschen dauern, wie es halt immer so ist. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Also den Winkel lasse ich jetzt so natürlich. Das ist immer so eine Sache, diese angeschrägten Dinger irgendwie zu platzieren. Vielleicht sollten wir es doch einfach lieber so machen.
So, ich versuche die mal gerade einigermaßen gescheit hier auszurichten. Einigermaßen mittig. Aber das klappt doch schon wieder hinten und vorne nicht. Der ist ja nicht nur zu tief jetzt, sondern der ist auch immer noch total falsch gekippt. So ist besser. Puh, ja, mal gucken, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir das halt ein bisschen beschleunigen können, indem wir jetzt sagen, entlang dieser Achse jetzt einfach drehen. Funktioniert das? Noch nicht. Ja, dann so. Irgendwie so. Habe ich das Gefühl, der hier ist, ne, ist weiter oben. Ich kipp den jetzt einfach mal ein bisschen. So. Jetzt nehmen wir noch mal einmal alle. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch ein oder zwei, so ein bisschen einzeln. Weil das jetzt halt schon fast passt. Geht immer tiefer. Scheiße. Ganz ehrlich, das können wir so lassen eigentlich. So, das Problem ist jetzt nur, ja, wir müssen hier nochmal manuell ein bisschen ran, weil hier hinten soll natürlich keiner runter. Das heißt, da machen wir es jetzt so. Nehmen hier halt immer so ein bisschen die Lücke mit. Weißt du was, das vielleicht minimal. So, und die drei nehmen wir nämlich auch noch mit. Und dann löschen wir jetzt den hier raus und den hier auch. Und dann wäre das hier quasi so die Stelle, wo dann so ein Aufgang wäre. Genau, jetzt verschieben wir den hier uns erstmal noch.
Ganz gerade ist der aber auch nicht. So ist, glaube ich, okay. Ja, da wird es wieder schwierig, weil das halt einfach so ein Zweier-Ding ist. Dann lassen wir das einfach, ganz ehrlich. Der ist auch total schräg. Aber hier rüber. Den dann so da rein. Und dann kopieren wir uns den nochmal. Machen hier einfach quasi dicht. Sonst brauchen wir nur noch eine Treppe. Das ist wieder so eine Sache. Vielleicht nehmen wir da einfach. Oh Gott, wo war das nochmal? War das unter Gebäude mit drin? Unter den Gerüsten? Nö, offensichtlich nicht. Oh, das ist ja immer hier wieder dieses, was ich so liebe. Da. Ach Mist, da ist ja kein Gebäude drunter. Ah, dann können wir das nicht nehmen. Das wird durchgucken. Das wird sowas von durchgucken. Oh. Knapp. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte jetzt gedacht, das geht volle Kanäle durch. Vielleicht können wir dann hier sogar noch einen Millimeter nach oben wieder. Okay. Ja, das wäre doch gar nicht so verkehrt. So, und jetzt brauchen wir natürlich, wir haben gleich unsere Zeit erreicht, aber wir brauchen auf jeden Fall Licht. Die Frage ist, sollen wir sowas nur nehmen? So ein Notfalllicht, was blinkt? Aber die sind extrem schnell, ne? Oh. Aber irgendwie ist cool. Kann man das Licht ändern? Ich finde das geil. Ja. Wahrscheinlich auch ausstellen, ne? Dass die blinken. Müssen wir gleich mal gucken. Gott sei Dank machen die keine Soundeffekte, wenn sie an sind. Mist.
Ich hatte ja gehofft, es würde auskommen. Das ist immer diese Sache, wenn du klickst, ne? Dann wechselt der in die Szeneriegruppe oder in das andere Gebäude, wo auch immer man gerade ist. So, und dann bearbeitet man manchmal Dinge, ohne es eigentlich zu wollen. Okay, so, ja, damit könnte ich leben. Oh Gott, sind die synchronisiert jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh nein, die sind nicht synchronisiert. Das geht natürlich nicht. Kann ich die nicht bearbeiten? Jetzt ernsthaft? Ich kann die nicht synchronisieren? Mal gucken, was passiert, wenn ich die jetzt alle nehme. Nix. Schade. Ja, das ist jetzt ein bisschen witzlos, oder? Alles kann man irgendwie bearbeiten und synchronisieren und umstellen und was weiß ich nicht alle, aber dann so eine blöde blinkende Lampe nicht. Dann nehmen wir die hier wieder. Ich kann's dann nicht ändern, ne? Wir sind schon längst über der Zeit, aber... Aber das machen wir halt jetzt dann eben noch. So, aber ich darf die Folgen nicht zu lang überziehen, weil ich habe einfach zu wenig Zeit, Folgen zu machen. Und ich muss halt, also offscreen, ich habe jetzt keine andere Wahl mehr. Ich muss halt so viel wie möglich jetzt aufnehmen und dann vor der letzten Folge wird ganz viel offscreen passieren. Das ist, ja, ist leider so. Ah, guck mal, das sieht doch richtig gut aus. Ah, schön mit dem Licht. Wir machen noch eben. Ich hoffe, jetzt geht das Wasser nicht weg. Falls ja, weiß ich, woran es liegt. So. Tja, dahin. Mal einmal gerade anpause. Pause, okay, hat alles. Geklappt. Ja, hier, ach, oh, das wird noch so viel Dekoarbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe. Was ist denn mal eine schöne Perspektive?
Eigentlich schon so, ne? Da kommt noch ein Fuß drunter. Keine Sorge. Mache ich aber offscreen. Genau, weil jetzt verabschiede ich mich von euch. Deswegen schicke ich jetzt wie immer einen schönen lieben Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin habt ihr wie immer einen super Tag.